Servus Leute, willkommen zum nächsten Part mit den Unionern und mit mir euren Grauer. Was geht ab, Freunde? Wenn ihr das seht, bin ich schon auf der Gamescom. Also, es wurde sich gewünscht, dass ich doch mal die Bundesliga-Teams zeige. Ist ja kein Thema, machen wir genau jetzt. Diese kleine Folge wird dann halt kommen mit den schönen Bundesliga-Teams. Schauen wir uns mal den FC Bayern an, wie er sich so verändert hat in den letzten Jahren. Ja, sind noch sehr, sehr viele Spieler da vom FC Bayern von Anfang. Lacazette haben sie neu. Glaube ich, oder? Nö, den haben sie auch schon länger. Stimmt, Mann, bin ich dumm. Egal. Ja, Serge Aurier haben wir hier noch. Mhm. Cavani ist auch noch da. Ich glaube, der ist auch schon mal Anfang an da. Ja, 2015. Wow, echt krass. Johannes Metzler haben sie hier noch. Ein Talent. Mhm. Schottes Schlottke, Hammer Namen. Schauen wir noch mal in die zweite rein hier. Thomas Isherwood, Isherwood, okay. Ja, gut, dann gucken wir mal zu den Transfers hier. Ob da irgendwas war. Ja, zwei Stück sind zu uns gewechselt. Lagemann und Heuberg. Friedel haben wir hier noch. Dorsch und Öztürk, die sind gewechselt, und Bösel. Mehr war da nicht. So, Gladbach. Lukas Betz. Aber das ist doch nicht die Nummer 1, oder? Doch. Nee. Wollte ich doch meinen. Gladbach 2. So. Hä? Haben wir keinen Torwart? Wieso haben die keinen Torwart? Moment. Wir haben gar keinen Keeper. Das ist ja auch nicht schlecht, aber ganz viele Defensive. Nein, das ist die zweite Mannschaft, Jungs, verarscht euch immer. So, Jan Sommer, natürlich ist er noch da. Krass. Bruno ist ein Neuzugang, das haben wir gerade gesehen. Schändler. Friedrich von Schalke geholt. Mexer, den haben sie sich jetzt nach zwei Jahren von, ne, drei Jahren von Leverkusen geholt. Der ist auch nicht schlecht. 78, 29 Jahre alt. Kein schlechter. Dann haben wir hier noch Lucadia. Wow, das ist auch ein Go-Getter Nummer 1. Rigota. Egbo aus der zweiten, ne? Ist er doch, ne? Den haben sie ja zum P-Start, glaube ich, direkt geholt, ne? Sonst ist ein tolles Team, muss man sagen. Fabian Scher ist jetzt auch hier. Haben sich vor kurzem erst geholt. Krass. So, kommen wir mal zu den Transfers. Mexer, Scher, Friedrich Stark, Schändler und Bruno. Das sind klasse Transfers, muss man sagen. Janschke ist zu Dortmund, Geist zu Schalke zurück, Dominguez zu Schalke. Wow. Nicht schlecht. Nordfight, Nürnberg. Das ist ein klasse Transfer für Nürnberg. Also das muss man schon sagen. Gerken, Sippel, Benger. Okay. Mainz. Zeige ich erstmal das Team so. Ich werde das immer so machen, dass ich das Team so zeige und dann nur noch die Transfers durchgehe. Seltsam sich gut, den wir auch auf der Liste haben. Dann nehmen wir den mal raus. So, 73. Das ist kein schlechter, wenn man das mal so... Ne, wir müssen den drin lassen. Den muss ich weiter beobachten. Das war jetzt ein Fehler von mir. So, Karius zu Schalke. Einfach krass. Einfach krass, oder? Moritz zu Dresden, Schor, Halimi weg. Flücke. Breitenbach, alles so Talente, die man kennt. Wenn man schon öfter FM gespielt hat, ne? Baumgartlinger haben sie sich zurückgeholt. Wow, der war noch nie bei Leverkusen. Er ist ja auch eine andere Datenbank. Ja, bei uns kennt man ja. Kann man ja auch mal schnell mal gucken hier, das Team. Die Transfers. Wir haben ordentlich investiert. 31,7 Millionen und 7,6 haben wir eingenommen. Ja, minus der Transferbilanz ist aber normal. Teuerster Verkauf. 2 Millionen. So. Hannover. Mal gucken hier.
Paul José Mpoko. An dem war auch mal Schalke dran. Damals. Also jetzt im realen Fußball. Jack Cork, den kenne ich auch noch. Boah, schon jahrelang von der FM. Julian Schieber. Und Lukas Klostermann. Einer der Helden von Olympia. Wenn sie denn die Brasilianer schlagen. Der ist ja auch schon wieder nach Köln direkt dann, ne? Also, das ist richtig heftig. Teichgräber auch weg und Neubauer. Neubauer übrigens auch zu Seattle Sounders. Aha, okay. Weiter Stuttgart. Hier haben wir das Teamchen und dann die Transfers. Steven Henderson, den hatten wir ja als Gegner gehabt im ersten Spiel. Baumgartl hatten wir fest verpflichtet für 2 Millionen und er ist 9 wert. Haben wir Profit gemacht. Aber das heißt gespart. Langerack zu 60 München. Ja, das ist für 60 München anscheinend kein schlechter Transfer. Ginczek zu Hertha. Boll, ein Talent wohl zu Schalke und Ramatsch oder Ramay wechselt zu Anderlecht. Weiter geht's mit Leverkusen. Einmal das Team. So, Rafinha von Schalke geholt. Dann haben wir hier noch Dominik Sonntag und Angelo Henriquez, den kenne ich auch noch von Manchester United, ne, am Anfang hier. Wow, das ist aber schon Jahre her auch wieder. Poyampalo jetzt zu Hamburg durch die Leihe. Krass. So gesehen hätte der schon zweimal gegen uns spielen können dann, oder? Hat er noch für... Das wäre ja ein Ding jetzt. Wenn er zweimal gegen Union gespielt hätte, das wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? So. Ochipka zu Schalke und Mexa zu Gladbach. Mhm. Köln. Mesenhüller und Tix und Kraft. Mhm. Transfers. Klostermann, Melissengeist, Frau. Sventovec, Daniel Can Dogan. Kennt man den auch? Nö, den kennt man glaube ich nicht. Also ich nicht. Nick Galle, Anas Waim, Aaron Eichhorn und Yannick Tyson. Mhm. Dann haben wir hier Wolfsburg, die Transfers. Emre Can und Koray Aydemir. Also Emre Can, da haben sie sich wieder eingeholt, du. Meine Güte. Schon die halbe Bundesliga durch. Bruno, Adem Berisha, Müller und Gianluca Itta wechseln. Mhm. Guck mal das Team noch schnell. Und dann geht's nach Hoffenheim. Also die haben echt alle krass investiert. Auch sie so diesen Enes Ünal, ne? Das ist einer, ey, den würde ich per Handkuss nehmen. Wow. Ja, wir können ja mal schauen, wie sich das mit unseren noch entwickelt, mit unseren Stürmern. Mölder, Özmen haben sie sich geholt. Wie ein junges Talent hier anscheinend. Volkan Özmen, 6er-Talent, aus dem ist, der ist ausbaufähig, aufbaufähig. Kalarabek ist ja zu Bremen gegangen, das hat man in der letzten Folge gesehen. Baumann zu Rom. Wow, also richtig heftig. Also und ein Scher auch weg. Hoffenheim, die haben echt Federn gelassen. Und Hamburg. Poyampalo haben sich ausgeliehen. Lasogga zu Dortmund. Bungert weg zu Hertha. Shalom, ja, zu Kräuter Fürth. Und Katzer zu Samsung Spor. Mhm. Tatsuya Ito ist jetzt in der ersten hier sogar. Guck mal. Und Bibi Inji. Ja, die haben wenigstens ihre Talente nach oben gezogen auch, ne? Braunschweig. Der Aufsteiger. Auch sehr, sehr viele dabei, die man schon kennt von Braunschweig. Hier haben sich Kölbaschi geholt. Abdullah Elisa Süme. Wow, den kenne ich auch gar nicht. Die Transfers. Ja, Marvin Matip haben sich geholt. Das ist eigentlich ein ganz guter Transfer für Braunschweig. Sama Caligiuri, Vega. Vega weg. Das ist auch ein gutes Talent. Und Waldorf. So, Schalke. Ja, Schalke hat ja total wenig Spieler, wenn man mal so guckt, ne? Transfers, man sieht's ja hier, ne? Karius haben sie sich geholt. Johannes Geis. Zum wievielten Mal eigentlich? Zum dritten Mal holen sie sich den Geis wieder.
Das ist doch extrem krass, oder? Wow. Wie geht das? Ja, Ochipka, Dominguez und Boll. Dann Rafinha verkauft. Chan verkauft. Platte verkauft. Wosone, den wir auch auf der Liste haben. Den haben sie ja abgegeben. Mhm. Ja, die anderen waren ja alle schon bekannt, die Transfers. Dortmund hat Janschke, Koric haben sie wieder geholt. Aber der spielt auch gar nicht. Auch vielleicht irgendwann mal einer von uns. Der ist noch sehr jung. Lasogga geholt. Wow. Und er spielt gar nicht. Super. Mandy verkauft. Shiba. Matip. Wow. Echt. Haben auch nicht so viele Spieler, ne? Kommen wir mal zu Hertha. So einem Freund aus Berlin. Michel. Sagt mir auch gar nichts. So, Patrick Farkas geholt, Ginchek, Shaw und Bungert und Bormion verkauft. Frankfurt holt Reus und Drenthe aus der Versenkung. Den habe ich auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Morales und Rani Khedira, alles drei, muss ich sagen, gute Transfers. Chandler verkauft, Profit gemacht. Hier noch das Team. Kommen wir zu Bremen. Übrigens habe ich da gerade Bendtner gesehen noch, ne? Kadarabek, Velasquez. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal auf der Liste. Loten, Hendricks. Auch kein schlechter anscheinend. Wow, klasse Spieler. Veljkovic und Gül. Gökhan Gül. Den wollte ich auch schon mal in der ersten Saison haben. Mario Gomez haben wir ja gekauft und Brooks von Bremen. Baumgartlinger zu Mainz zurück. Mal zum Schluss zu Freiburg. Alanson. Sagt mir auch gar nichts. Steinhöfer und Saovic. Lukas Sander haben wir ja geholt. Das ist unser. Den hatten wir verliehen. Höfler, Stanko und Aydemir. Alle weg. Und dann noch das Team zum Schluss. Ja, Freunde. Und dann haben wir das auch für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen gucken, was ich hier noch machen kann einfach. Da würde ich sagen, sehen wir uns doch bei der nächsten Folge wieder. Haltet die Ohren steif. Ciao.